Ich esse jetzt mein Mittagessen und dann muss ich wirklich anfangen zu lernen, weil morgen ist die Prüfung. Ich zeige euch mal, was ich esse. Also das hier ist eine Pilzsuppe. Und also die ist selbst gemacht, die ist nicht gekauft. Ich glaube, das sieht man auch. Und ja, das sind so Bällchen, Fleischbällchen mit Buchweizen und Ketchup. Also ich bin gestern ins Bett gegangen, ungefähr um 1, um 1:30 und ich dachte mir, ich habe meinen Wecker zuerst auf 5 gestellt. Dann dachte ich mir, okay, ist zu früh. Habe ich mir auf 5:30 gestellt. Dann bin ich morgen aufgewacht um 5:30 und ich war eigentlich, also ich dachte mir so, für 5:30 bin ich relativ fit. Habe ich auf Stopp gedrückt und dachte mir, okay, nur noch kurz die Augen zu. Habe ich 2 Stunden geschlafen bis 7:30 Uhr. Dann bin ich schnell aufgewacht, habe schnell gefrühstückt, habe schnell geduscht, habe schnell mich angezogen. Und dann habe ich angefangen zu lernen. Ich habe mir zuerst die Zusammenfassungen angeschaut, was so ein Junge gemacht hat. Ja, weil da steht eigentlich relativ alles drin. Und da ich gestern schon, mir schon alles einmal angeschaut habe, war das ein bisschen so verfestigend. Es ist 9:02 Uhr. Und eigentlich wollte ich um 9:20 Uhr rausgehen. Dann wäre ich ungefähr um 9:45 Uhr da. Und um 10:15 Uhr beginnt die Prüfung. Aber ich wollte früher da sein, weil die Lucia hat jetzt um 9:20 Uhr bis 9:40 Uhr. Und ich bin dann jetzt wahrscheinlich um 9:40 Uhr da und dann kommt sie raus und dann können wir halt vielleicht was besprechen, was bei ihr dran kam oder so. Und dann, ja, Lucia hat 9:25 Uhr bis 9:45 Uhr. Adriana hat von 9:50 Uhr bis 10:10 Uhr und ich habe 10:15 Uhr bis 10:35 Uhr. Und wenn ich jetzt gleich ankomme, ist Lucia praktisch schon raus und dann können wir halt alles schön besprechen und so. Weil zu Hause halte ich jetzt auch nicht länger aus und ich habe jetzt Angst, dass irgendwas mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist, deswegen möchte ich eher früher da sein. Oh mein Gott, Leute, ich habe so Angst. Und alle haben, also nicht alle, aber manche haben so gesagt, ja, wir ziehen uns schick an, keine Ahnung, ist ja eine Prüfung und so. Und ich denke mir so, nee. Also, ich habe hier so einen Pulli an. Nee. Also Diana hat auch gesagt, sie zieht ein Kleid an. Dachte ich mir so, also erstens einmal regnet es, zweitens einmal, nö. Also ich bin halt doch so ein Mensch, der sich fragt, also der sich dann denkt, dass die anderen Lehrer sich fragen, warum ich so angezogen bin. Weil wenn ich nie so angezogen bin und plötzlich mich irgendwie schick mache, denken sie, ich will sie beeinflussen oder keine Ahnung. Ich denke mir da immer was dabei. Deswegen bin ich so wie immer. Und das Ding ist halt, gestern war ja die erste Hälfte dran und die haben gesagt, also bei denen kam alles dran, was wir im ersten Halbjahr gemacht haben. Und das sind halt nicht so schwierige Sachen dabei. Und wir denken uns halt jetzt, dass sie uns nicht über das Gleiche ausfragen werden, wenn sie gestern alle über das ausgefragt haben. Dann bekommen wir wahrscheinlich das, was wir im zweiten Halbjahr gemacht haben. Und im zweiten Halbjahr, also ein paar Sachen gingen, aber das letzte waren so Steuern und so, das ging gar nicht. Also das kann ich mir gar nicht merken. Oh mein Gott, ich hoffe, sie nehmen das nicht dran. Es sind ja nur 10 Minuten. Also wir haben zwei Fächer, einmal Wirtschaft und einmal Englisch danach. 10 Minuten. Und ich hoffe nicht, dass, also, dass dann in diesen 10 Minuten verschiedene Fragen drankommen und nicht so viele. Hattest du irgendwas mit Texas? Danke, Lisa. Hast du irgendwas mit Texas gehabt? Oh Gott. Ja, ich habe gedacht, mit Texas. Ja, aber direkt Texas. Die machen das echt so. Der Web hat das in der Liste und da stehen immer Nummern und dann müsst ihr einfach irgendeine Frage suchen. Also von jedem Thema irgendwas. Einfach so random. Jetzt ist es gerade gar keine Der Jonathan wurde gefragt, welche Marken super erfolgreich sind und warum. Also zwei Beispiele. Was ist das? Also halt zum Beispiel VW super erfolgreich, Apple. Okay, ja, ich würde Apple sagen, weil da weiß ich, warum.
was noch? Ich habe Herzstolpern. Ja, ich habe immer gesehen, bei Fachkunde, wenn die fragen, hat er immer so Kragen gemacht. Yes, muss ja nicht heißen, dass es richtig war, sondern einfach nur, dass er dich gefragt hat. Vielleicht hat er auch so Haken gemacht und dann am Ende macht er so viel Zeichen dran. Ja, bestimmt. Ja. Hast du viel gelernt? Dass ich noch ein bisschen lernen kann, weil ich gestern nicht mehr fertig geworden. Also fast fertig geworden. Ich habe mir halt. Hat irgendjemand eine Frage zu Trade Services in Deficit bekommen? Ich habe nur International Trade gehabt. Ich habe auch keine Frage jetzt. Dann bekommen wir das wahrscheinlich. Ja, Trade Services in Deficit, das ist so schlimm. Das hat er mir gestern auf den Anfang gesagt. Ja, aber Trade Services ist kein Bestand, das ist Englisch. Scheiße, Distribution Channel, wer kann das? Consumer Producer, Consumer Retailer Producer, Consumer Wholesale Retailer Producer, Consumer Agent. Du sagst aber rückwärts. Echt? Consumer ist ja der letzte, das ist du und ich. Producer, Wholesale, Retailer. Was ihr macht? Ja, du hast es genau rückwärts gesagt. Ja. Consumer ist der allerletzte. Ist auch eine Art. Wie viel hast du gelernt, Kobin? Ich habe alles gelernt. Ja, Julia hat bestimmt auch so 3 Monate gelernt. Ich glaube, die besprechen nicht einfach zu lange. Dann müssen sie nicht so lange besprochen werden. Ich glaube, da ist die Lösung vorgekommen. Hast du dir vielleicht, dass du so viele gute Sachen gesagt hast? Ja. Wann kriegen wir nicht die Note von den Prüfungen? Am Ende. Kommt ihr eigentlich noch nach Dienstag, nach der letzten Prüfung? Gar nicht mehr. Ja, also nach der letzten Spanischprüfung gar nicht mehr. Muss man kommen. Ich würde eh nicht kommen. Ich musste lernen. Du musst jetzt sagen, wie du Spaß. Ich kenne dich dann, du. Ich dachte, die ist echt schwer, weil sie so schnell redet.
Familien versteht sie halt teilweise wenigstens noch irgendwie. Ja, aber dir musst du echt so zuhören, damit du wirklich verstehst, was sie mir gesagt hat. Mit dir werdet ihr sowieso keine Glück haben. Hey, wer macht mit dir? Familien hat mit dir. Ja, wir sind ja alle muss die Arbeit erzählen, also. Wir haben ja endlich auf den Unterricht gemacht. Ja, sie sind voll rücksichtig geworden. Ja, auf dich, weil sie nicht mal. Das kann ja echt sein, dass sie springen, das ist gell. Ja? Nee, ich glaube wirklich, dass sie nur noch Springer sein werden. Weil Lisa oder Gary, wenn sie die das Springer einsetzen, dann ist sie lebensmüde. Ja. Sie meint, sie sind die guten Anspringer. Also. Weil Gary voll lang. Warum ist er nicht? Ja, die Frage ganz gut selber. Ja, der tut auch nicht so reagieren. Nee, so sagt er jetzt auch immer, Gary nicht springen? Oh mein Gott, okay, warum muss er nur nicht springen? Ja, ich bin jetzt auch nicht ganz schnell in Französisch. Willst du mich verarschen von mir? Hast du gerade behauptet, dass ich Spanisch besser bin als du? Ja. Okay, letzte Frage. Ich schreibe es dir auf. Nein, sorry. Ja, die machen mich so scheiße, dass sie gleich einfach. Na, Bullshit-Bar. Scheiße. Das macht Was? Muss Gary Niese zu machen? Wo? Ist doch gut. Ich glaube, verstehst du? Komm. Bei Gary meinst du? Nein, Lisa versteht man kaum. Ich muss mit Jonathan machen, da verstehe ich auch was kaum. Nuschel dein Spanisch auf? Sonst komme ich ja mit ihm klar. Wisst ihr? Nuschel dein Spanisch auf? Ja, Gary. Ja, ich glaube, das ist. Weil sie es auch nicht verstanden haben, weil der Kunde hat auch schon gemeint, wieso mache ich jetzt die Schüler die Liste, wann wir dran sind und wieso tauschen wir? Wir werden diese natürlich wieder am Freitag heute oder am Donnerstag. Und deswegen ist natürlich alles passiert. Welche komplette Liste dann umgestellt werden? Ja, keine Ahnung. Also angeblich ist ja dieser Schul, muss ich ja noch hingegangen, aber wenn ihr ihn die Liste nicht selber macht, dann lasst ihr. Ja, lasst ihr auch. Ja, damit sie weiß, weil. Ja, ich war da auch da. Ja, ich war da auch da. Aber die meinst du, ja, wann wollt ihr? Wann wollt ihr? Eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, klar, wann ich will, weil ich will Spaß haben. Das ist ja nicht euer Fehler. Ja, nein, aber vor allem, also wenn das stimmt, dass die einen als das voll näher denken, ja, sowas passiert, wenn mehr Schüler sich einmischen wollen. Was für ein Bitch. Sorry, aber sowas geht damit überhaupt nicht. Sie hat zugelassen, sie hat sie doch gefragt. Sie hat doch mit dem was zu sagen, was? Sie hat zugelassen, dass sie sich in Anführungszeichen einmischen, obwohl sie einfach mal helfen wollte. Ja, das ist nicht Problem. Snack break. Eine Stunde. Wie lange ist schon vorbei? 20 Minuten. Eine Prüfung verspätet. Was machen die da? Geh mal rein, frag mal. Ich will nicht wissen, was sie da machen. Schau mal in den Schlüsselloch. Ja, von da aus kannst du es nicht sehen. Und was machen die? Wer sitzt da jetzt genau drin? Keine Ahnung. Die Lehrer. Irgendwer Spock. Achso. Und der Welsh in der Mitte. Den grinst die so an. Muss ich eh gleich lachen. Alle drei so. Ich dachte, vor Englisch ist es okay. Und du sitzt hier, oder? Nur der Welsh fragt halt. Ja. Was machen die anderen? Also ich habe schon durchs Protokoll und er ist wahrscheinlich oder wahrscheinlich nur mit ja, ja, also wir haben Fachkundisch und Urlaub. Also weiß der Welsh auch Bescheid, wenn er ausfragt? Nee, er stellt einfach nur die Fragen. Ja, aber kann ja nicht wissen, ob es richtig oder falsch ist. Nee, der Wolle sitzt ja irgendwie und schaut sich alles auf. Ja, aber da kann der nicht drauf eingehen. Da kann der nicht drauf eingehen. Kann der nicht helfen? Nein, gar nicht. Die stellen dir Fragen, du redest zu viel, wie du da fragst. Und wenn du nicht fragst, dann ist das ja voll der Scheiß, dann fehlt mir einfach.
Ja, ich weiß schon, aber er muss dann was zu mir sagen. So, dass er uns alles sagen will, was wir wissen. Oh mein Gott. Kurz und knapp, möglichst viele Fachbegriffe behandeln und wenn wir hoffentlich sind wir fertig. Und wir sollen uns nicht davon nervös machen. Das sind Leute, die uns angucken, diese Leute. Hallo. Was, wenn wir nichts wissen? Und dann sagst du, du weißt es nicht wirklich. Also, würde ich machen. Was ich würde sagen. Oh mein Gott. Nee, keine Ahnung. Also, er meinte halt, wir sollen sich davon irritieren lassen, wenn sie uns angucken, dann sagt sie einfach was haben. Sondern einfach, wenn ich halt bloß aufhören, sagen die auch keine Sorge. Scheiße. Was ist dieses Ribena? Was ist Ribena? Weiß es jemand? Was? Ribena. Ribena. Oh mein Gott. Ribena. Das ist ein Getränk. Was ist ein Getränk? Ribena ist ein Getränk. Wieso steht das bei Beispiel? Achso. Ja, Diana, du musst nicht so tun. Also auch nichts. Also ich habe keine Frage nicht beantwortet. Bei einer Frage muss ich ein bisschen nachdenken. Oh, mir ist echt schlecht. Ja, haben wir vor und Nachteile von Flow, Mass und Job Production und so Zeug gesprochen? Oder nicht? Bei Mass Production hat es nicht was mit der Qualität zu tun, dass die Qualität darunter leiden könnte, oder? Achso, ja stimmt. Wenn du halt stückweise produzierst, dann hast du halt mehr Ansporn, mehr zu arbeiten, schneller zu arbeiten. Aber der Nachteil ist, dass du schneller arbeitest und die Qualität darunter leiden kann. Und bei Job Production kannst du, glaube ich, auch ein... Ja, bestimmt darf ich zahlen, ne? Ja, aber ich glaube, du kannst auch mehr Geld verlangen für die Produkte. Ja, bei der Qualität. Ja. Und bei Batch Production? Da fällt mir gar nichts ein. Bei was? Batch. Ja, Batch Production ist halt irgendwie schon irgendwie aus Bayern. Also ich glaube, du produzierst halt in so Batches. Von einer Sache mehrere Dinge, oder? Im Grunde glaube ich, mehr Geld machen, weil du ja das Produkt immer nur ein kleines bisschen änderst. Deswegen denke ich, könntest du mehr Geld machen. Ja, also eigentlich müssten wir dir Fragen stellen, nicht du uns. Ich bin dann voll überrascht, dass ich das überhaupt so wusste. Okay. Dass du Corbin ja mal fragt. Ja, wir glauben zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, wir wissen mehr, als wir glauben zu dem Zeitpunkt. Du vielleicht. Gehst du nach Hause? Du gehst nicht nach Hause. Geh weg. Ist es schon für den Namen? Ja, ich will nicht Spanisch, ich will nicht wissen. Ach so, musst du eh noch. Also wann ist sie jetzt dran gekommen, Adriana? Ich hatte schon mal das Fahrprüfung gestern wieder. Hallo? Um 10 Uhr und ich. Das heißt, ich bin um halb dran. Bist du durchgekommen? Niemand war halt der Manus hier? Lucia. Das ist richtig kacke, warum man weiß. Ich weiß schon. Du kannst theoretisch, ja. Kannst du echt sehen, dass du irgendwie besser. Danach ist Pause, glaube ich. Weil man Schaden verursacht. Und dann kann man das passieren, außer. Hm? Was ist falsch? Mega. Ja, Fachen war. Einfach. Oh, rö. Was? Echt? Ja, links, ich mache mir extra. Geh ich extra zum Friseur, oder was? Du kannst parken, aber ich muss gehen. Ich bin nie wieder links geparkt. Ich bin authentisch. Musste man auch mehrere Beispiele nennen? Ja. Ich musste ich alle Pull and Push Strategies genannt. Pull Strategies sind... Du... Kannst du... Die Nachfrage konzentriert sich auf jetzt und Push-Strategies, du siehst voraus. Companies react to current demand. Ja. Yeah. Hey, du weißt doch alles. Ja, nein, ich war eine Frage, wie du das gelernt hast. Ja, Push-Strategy, du denkst daran, was in Zukunft passieren könnte. Ja. Jo. Das hast du gut gelernt. Wie heißt diese eine Just-in-Time-Ding? Just-in-Time? Ja, da haben wir doch dieses japanische Ding. Was? Was?
Lean production. To reduce waste as much as possible. Du hast ein Wort und liest. Ja, ich stelle mir halt vor, dass ich hier in der Prüfung bin. Nein, es ist wirklich stark einfach alles, was du weißt. Ja. Hättest du das nicht gewusst? Ja doch, kannst du mir aus. Wieso fragst du? Wieso machst du mich nervös? Weil ich irgendwas mit Japanisch gefragt habe. Ja, weil die ist ja auch nicht Japanisch. Ja, das ist ja, einfach. Das ist, nicht so wichtig, sein, das ist die japanische Art. Kannst du alles? Das weiß ich noch nicht. Hast du alles durchgelesen? Ja, durchgelesen schon, aber gemerkt nicht. Ich habe zum Beispiel das ein bisschen so angeteilt, dass diese Gehälfte gar nicht angeschaut. Ey? Ich finde die richtig gut. Ich habe die damals zusammengefasst. Ja, okay, wenn du das angefangen hast, ja, okay, aber ich strebe. Also, weil die wir für die letzte Schlagkörbe bekommen haben, habe ich nicht angeschaut. Ja, aber der kam schon vorne dran, aus dem gehälften letzten Schlagkörbe. Ja. Ja? Ja, aber die haben wir auch natürlich gesprochen. Ja, wenn du es dir merken kannst. How can you increase production? Nur das? Nur das? Nur das? Ich produziere einfach mehr. Ja, Training, Motivation und Technology. Ich habe ihn jetzt mit alle Finger durchgebrochen. Enrichment. Fringe Benefits. Fringe Benefits gehören auch dazu. Ja. Ja. Job Rotation, Job Enlargement, Job Enrichment, Fringe Benefits. Fringe Benefits. Fringe Benefits. Ja, ich bin schon kommen mit dem Marketing. Mit was? Marketing Mix. Was ist das? Also Promotion. Product Price. Ja, die muss man ja nur nennen. Ja, eben, aber das ist ja einfach für Freude. Ja, gibt bestimmt nicht viele Punkte drauf. Macht jetzt meine Note nicht aus. So eine Anmerkung als Plus. Da habe ich jetzt schon 4 Punkte für die. Das war jetzt schon ein bisschen anspruchsvoll. Also für jeden Punkt eine Notenstufe. Nenn mal bitte die Types of Unemployment. Nenn mal bitte die Types of Unemployment. Structural, Frictional, Seasonal und Cyclical. Und was bedeuten die? Structural ist, wenn Coal Mining Industry zum Beispiel, da passt dann ihre Skills nicht zum Job. Frictional ist, wenn die zwischen den Arbeitsposten stehen. Seasonal ist wegen der Saison. Und Cyclical ist, wenn Demand im Blick ist. Ja, aber ich finde das Cyclical ist auch nicht sehr. Great! Ja. Ist Congestion Stau? Das ist die Abgase. Was? Das sind Abgase. Also, ich dachte, das ist Verstopfung oder so. Steht das bei Fast Growth? Ja. Waren die dran? Das ist einfach so, komm nicht dran. Scheiße, da habe ich schon 23. Wie spät ist es? 23. Hey, wie schreibt ihr Mass Market? Getrennt? Ich schreibe nicht mehr. Was? Das ist, wie schreiben ihr Mass Market? Getrennt. Und wer macht Dolmetschen? Igen und. Bei Advertisement, was ist da der Unterschied bei ihr zu geschrieben? Persuasive versus informative. Ja, um Fakten geht es nur auf
wenn es eine Brücke eingegangen wäre und versucht würde, den Content zu sprengen, es zu kaufen? Dann würde ich das einfach setzen. Seid ihr Mann? Warst du nicht nervös? Kinderwerbung zum Beispiel, Kinderspielzeug oder so. Kamen diese ganzen Fachbegriffe dran, wo man erklären muss? Definitionen, also Supply Side Policies, Fiscal Policy? Fiscal habe ich schon. Any change by the government spending and tax policies to influence economic factors. Was glaubst du? Wie so ein langweiliger Sprit. War das jetzt fiscal policy? Ja. Da steht bei mir any change by the government in tax rates or public sector spending. Bei dir kam gleich ein ganzer Absatz. Merkst du dir alles so absatzweise? Ja. Ja. Halt dein Mund ist hier. Ja, du und Anna-Maria, auch nicht besser. Corvinian, du bist unmöglich. Gell? Hey, was haben Segmentation für Vorteile? Was? Segmentation, was für Vorteile? Segmentation. Segmentation. Gibt es da eine Vorteile? Ich dachte, ja. Das ist einfach nur so Age, ja. Gender. Gender, lifestyle, social class. Yeah. Meet needs of small groups. Yeah. Yeah. Meet exactly the needs of country group. Scheiße, ich kenne nicht mehr. Yeah. Yeah. Then promotion is of relative. Ja, aber stand es auf dem Zettel, dass wir doch mal anfällen darf. Was sind Supply-Side-Policies? Was? Supply-Side-Policies. Habe ich noch nie gehört. Steht bei den Definitionen. Lass es einfach weg. Ja, wenn es drankommt, bin ich am Arsch. Tröst dich, dass ich es auch nicht konnte. Filmst du mich? Okay. Joey, das ist jetzt auch schon lang drin, oder? In einer Minute kommt sie raus. Echt? In einer Minute? Was? Die ganze Show, ja. Also, wie war das? Ich gehe jetzt nach Hause nach den mündlichen Prüfungen. Das ist gerade so schlimm. Ich erzähle euch genaueres später. Also das Erste ist, also mir kann wirklich, egal was ich jetzt sage, mir kann keiner sagen, ja du hast, also es war so und so, das war schlecht, weil du nicht gelernt hast oder weil du nicht rechtzeitig angefangen hast zu lernen. Das kann ich nicht behaupten. Also das stimmt so nicht, weil es war immer ein Fach, was ich verstanden habe. Ich hatte immer Einser bei ihm. Und ich musste halt nie dafür lernen, weil es alles logisch ist. Und ja, deswegen musste ich halt nur wiederholen. Und es waren aber keine
es sind halt so Sachen, da musst du dir, die sind halt relativ logisch und so. Und ich habe halt gestern alles nochmal wiederholt und ich wusste ja noch alles. Aber das Problem ist halt einfach, dass ich, egal wie lange und wie viel ich lerne, ich kann mir einfach nichts merken. Und bei der Prüfung vergesse ich halt alles. Und das ist einfach das Schlimmste an allem. Ja, also es war so, dass ich reingekommen, ich bin, glaube ich, 45 oder 30 Minuten früher gekommen, damit ich die Lucia noch erwische. Die Lucia ist rausgekommen, die hat gesagt so, ja, also es kamen noch ein paar Fragen dran, die bei den anderen gestern dran kamen. Und ja, ich habe Julia gefragt, so, ja, Julia, so, alles, was wir halt gelernt haben. Ich so, danke für die Antwort. Und Lucia hat auch nichts Besonderes gesagt, so, ja, es war nichts schon zu schaffen. Aber wir mussten halt auch noch in Englisch halt übersetzen mit so Fachvokabeln, die wir gemacht haben. Und die hat gesagt, das war schwierig. Und wir hatten alle den gleichen Text, auch gestern und heute, damit es für jeden gleich fair ist. Und also ich meine, ich bin reingekommen, ich hatte solche Panik. Gestern haben sie erzählt, dass man hat ja eine bestimmte Zeit, in der man machen muss. Und es hat sich teilweise auf eineinhalb Stunden verzogen. Leandro war um 11 da, musste eigentlich um 11 haben und wurde erst um 1 drangenommen. Auf jeden Fall, ja, vor mir war halt, also ich bin reingekommen, Lucia hatte, dann war Adriana mit einer halben Stunde Verspätung und dann kam ich. Statt um 10.15 Uhr war ich irgendwie 10.35 Uhr, nee, 10.35 Uhr ist sie rausgekommen und hatten die, also die besprechen sich nach jedem nochmal und so. Oh mein Gott. Und jetzt schreibt mir Diana, dass sie immer noch nicht dran ist, obwohl sie schon vor einer Stunde hätte fertig sein müssen. Also ich glaube, bei mir haben sie sich am meisten jetzt besprochen. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall hatte ich auch schon die ganze Zeit so Panik. Ich wusste nichts, ich hatte Angst, irgendwas zu vergessen. Und dann war das so, dass er mich reingerufen hat. Und dann Lucia so, jetzt kannst du dich noch ein letztes Mal so Schimpfwörter sagen. Ich so, Merde. Und Scheiße, hat mich da Walla reingeholt. Und die saßen alle auf dem Pult in so einer Dreierreihe. Also da waren drei Lehrer. Einer, den wir in Fachkunde gehabt haben, in Wirtschaft. Der andere in Englisch. Und die andere halt Klassenlehrerin, die Direktorin. Und die Direktorin hat nur mitgeschrieben. Der Fachkundelehrer hat auch nur mitgeschrieben, obwohl es sein Fach war. Und der andere Lehrer hat eben die Fragen gestellt. Und dann setze ich mich, also dann setz, sie waren hier und ich habe mich so hier hingesetzt. Also setz dich halt, komm halt so in die Mitte, ne? Und dann bin ich in die Mitte gekommen und er hat sich die ganze Zeit so angeschaut und so angelächelt. Und dann hat er mir angefangen, Fragen zu stellen, Leute. Das waren alle Fragen, die ich hätte beantworten können. Die waren alle ganz einfach und die hatte ich auch alle gewusst. Aber ich hatte plötzlich einen Blackout. Ich habe plötzlich alles vertauscht. Ich hatte plötzlich am ganzen Körper gezittert. Ich wusste gar nichts mehr plötzlich. Und er hat die ganze Zeit so gelächelt und ich so, great, great, good. Also er hat die ganze Zeit so genickt, dass es richtig war. Aber ich hatte trotzdem richtig Angst und die Direktorin, die Schulleiterin, hat die ganze Zeit so angeschaut, so. Also ich habe nicht verstanden, ob das jetzt auf mich bezogen war oder ob die immer so ist. Ich meine, die schaut immer komisch, aber es hat mich einfach irritiert und ich bin eh schon so nervös. Und ich habe einfach alles vertauscht, alles vergessen, alles verwechselt, keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, also es war 10 Minuten Fachkunde und 10 Minuten in der Übersetzung und ich hatte echt das Gefühl, dass er frühzeitiger abgebrochen hat, weil er gemerkt hat, dass ich nichts mehr konnte. Deswegen hätte ich, glaube ich, noch weitermachen müssen. Ich meine, ich konnte auch nichts gegen meine Nervosität machen. Und dann, oh ja, dann haben wir dann mit Übersetzen weiter. Und der Text hat wirklich, also die anderen haben gesagt, dass da halt alles ging, nur waren da halt ein paar Vokabeln, die scheiße waren. Und am Anfang habe ich mir echt gedacht, alles gut. Und dann kam so absatzweise, wirklich absatzweise, mit so Vokabeln, mit so Wörtern, die man sich die ganze Zeit merken musste, die hintereinander waren. Also es ging um Brexit und dann musste man halt so verschiedene Parteien nennen, das war richtig kompliziert. Und ja, also ich konnte mir da irgendwie nichts merken. Ich habe auch fünfmal nachgefragt und nach dem fünften Mal hat er immer noch nicht, den Satz aufgeteilt, immer noch in Absätzen vorgelesen. Ich dachte mir so, scheiße, ich habe so die ganze Zeit meine Hände vor dem Gesicht gehalten und habe schon fast geheult. Ich habe gezittert, also ich meine, die haben schon gesehen, dass ich nervös war. Aber, keine
Also als ich fertig war, hat er auch gesagt so, great, great, aber ich weiß nicht, ob es ironisch gemeint war. Ich glaube eher nicht, also die würden sowas nicht machen. Aber ja, ich kann mich da jetzt überhaupt gar nicht einschätzen, wie ich war. Und ich bin dann auch reingekommen, habe den anderen gesagt, was dran kam und so. Und irgendwie bei der nächsten, also bei Sophie, kam überhaupt was anderes dran. Und bei mir kamen halt so Fragen dran, die keiner hatte bisher. Und bei den anderen immer so wiederholte. Das nervt mich auch total. Und ich war die ganze Zeit in diesem scheiß Dutt. Hatte ich vor, nach der Prüfung jetzt irgendwie in die Stadt ein bisschen was zu schauen. Aber Lucia hatte keine Zeit. Und keine Ahnung, ich will einmal das Wochenende genießen. Am Montag und Dienstag sind die letzten Prüfungen und ich will das fertig haben. Und ich glaube, sie kann auch heute nicht, weil sie sich ein neues Handy kaufen muss. Deswegen haben wir gesagt, dass sie wahrscheinlich dann am Dienstag oder so was machen. Oder wir wollten halt eh irgendwie was machen, aber wir wissen noch nicht was. Entweder wollten wir halt so feiern gehen oder keine Ahnung, jetzt nicht so in einen Club oder so, sondern einfach so, keine Ahnung, was trinken oder ja, irgendwie was zusammen unternehmen. Aber wir gucken nochmal. Oh mein Gott, wenn ich am Dienstag die letzte Prüfung hinter mir haben werde, werde ich der glücklichste Mensch dieser Welt sein werden. Aber irgendwie macht mich gerade alles so fertig, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt die Prüfung gemacht habe, dass ich nicht weiß, welche Note ich in Mathe habe und so. Und dass ich jetzt alles schaffen muss vom Durchschnitt. Also, keine Ahnung. Das macht mich aber fertig. Und es hat jetzt, oh mein Gott, angefangen zu regnen. Deswegen wäre es gut, dass ich jetzt nach Hause gehe. Nein, ich habe extra, ich hatte ja, glaube ich, um 11 fertig, war ich dann fertig. Und dann habe ich extra bis 12 gewartet, weil ich dachte, dass ich Diana noch erwische, damit ich sehe, wie es bei ihr gelaufen ist. Aber sie, keine Ahnung, es soll einfach so sein, wie es sein soll. Hab keinen Bock mehr, Leute, auf diese Schule. Unglaublich einfach. Ich habe heute Morgen, was habe ich gegessen? Ich habe Quark gegessen, ich habe ein Brot gegessen und ich habe noch so ein Gebäck gegessen. Und, oh, ich habe trotzdem die ganze Zeit Hunger. Und mir ist die ganze Zeit so heiß. Oh mein Gott, ich war so aufgeregt, ich war so nervös, ihr könnt es gar nicht glauben. Ich bin heute Morgen rausgekommen, also ich meine, es regnet ja gerade. Und es ist nicht so heiß. Und heute Morgen war es so kalt und dann, ja, jetzt ist mir einfach heiß. Reißen eure Unterhosen eigentlich auch immer an dem Gummi? Ich weiß nicht, was los ist.